Herzlich willkommen zu Battlefield 4. Mein Name ist Matze und wir sind auf der Map Zadol, wenn ich das richtig gelesen habe. 3-1-1 oder 3-3-1. Und jawohl, wir killen den ersten und werden auch gleich von dem gekillt. Richtig geil. Hammer geil. So, letzte Folge waren wir ja auf der Schneemap Operation irgendwas. Diesmal sind wir hier ein kleines bisschen in einem fröhlicheren Ding. Aber jetzt können wir hier erstmal unsere Reanimierungskünste zeigen. Oder auch nicht, ne? So. Ich möchte, dass jetzt, also dieses Battlefield 4 Multiplayer-Dingens, möchte ich vielleicht das ein bisschen öfters bringen. Wer jetzt das letzte Video bis zum Schluss angeschaut hat, da gehört 2 bis 3 Mal in der Woche etwa. Und öfters, boah, da werden wir direkt mal weg, ist nicht von der Seite. Öfters werde ich vielleicht auch gar nicht schaffen. Ich nehme jetzt ein bisschen heute Abend ein bisschen im Voraus auf, weil ich habe zwar jetzt Urlaub, aber auch nicht wirklich richtig Urlaub. Ich muss nämlich auch ein bisschen arbeiten im Urlaub. Boah, Alter, wie es gerade leckt. Da kommt gerade Schüsse, aber ist wohl weg. Da ist einer. Jawohl, wir haben den weggesnackert. Gerade noch so. Gerade überlebt. Boah, von hinten. Nee, von vorne. Das war klar. Wir haben kaum noch Leben. Fuck. Okay, das sagt unser KD. 3 zu 2, das geht ja sogar noch. Ich habe mal geguckt, ich glaube mein KD ist 0,7 oder so. Richtig scheiße. So, jetzt gehen wir mal hier mit dem Snipergewehr rein. Wir versuchen mal Sniper hier. Wo? Boah, Alter. Dich. Oh, da war gar nichts. Da hat uns einer ins Visier genommen. Du Scheiße. Da lauft einer. Nee, da auch nicht mehr. Ich bin ein Mega-Noob, auch im Scharfschützengewehr. Ah, drüben da unten. Alter, nicht mal getroffen! Und dann kommt er mit dem Granatwerfer von hinten, das kann nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Ach Baron, warum machst du so eine Scheiße? So. Was können wir denn spawnen? Egal, treten wir einfach mal bei. Ich glaube, es ist, das Video kommt nach Weihnachten. Das kann natürlich sein. Ich hoffe, ihr denkt mal schon. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachten. Schönes Fest. Und wenn ihr das natürlich gefeiert habt, es gibt natürlich auch Familien, die das nicht feiern. Aus religiösen Gründen. Und ja, das gab es eigentlich. Früher gab es das ja nicht. Früher hat man eigentlich zu jedem, das hat ein Lehrer auch letztens gesagt, er hat extra. Na gut, bei uns in der Klasse ist jetzt kein Muslime oder einer, der das jetzt vielleicht nicht feiern würde. Aber er hat gesagt, ihm ist das eben aufgefallen. Früher hast du einfach das sagen können. Alter, also dann wird direkt weggesnackt. Das leckt gerade extrem, ne? Warum weiß ich aber auch nicht. Jawohl, wir werden reanimiert. Sehr nice. Und ja, jetzt sagt man das eben. The fuck? Hä? War ich jetzt kurz ziemlich verwirrt. Und ja, was natürlich auch nicht schlimm ist, er hat dann gesagt am letzten Tag, ja, schöne Weihnachten an den, wo es eben feiert. Und er hat auch vollkommen recht. Man kann das ja so ein bisschen beachten, wenn man das weiß. Ich finde es dann nur immer blöd, mir ist das jetzt selber noch nie passiert, aber ich habe es eben auch schon mitbekommen. Wenn man dann ist irgendwie sagt, frühe Weihnachten und so, und dann. Man kann ja dann höflich darauf hinweisen, hey du, ich feiere das nicht, also brauchst mir nicht wünschen und so.
auch dann aggressiv werden und so und das dann so richtig abweisend eben machen, das ist dann immer ein bisschen scheiße. Aber gut, Alter, das leckt gerade ohne Punkt und Komma. Das ist ja abartig. So, wir probieren es mal stumms, Alter, das leckt ja. Warum leckt denn das so? Liegt das am Internet? Ist das am Ping? Ne, 53er, vielleicht liegt es am Server. Weil Framezahlen habe ich eigentlich immer um die 60. Daran liegt es also nicht. Na gut, das ging gerade ein bisschen runter, wo es ein bisschen geleckt hat. Boah, ich habe halt gar nichts getroffen. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Option. Ach, wir haben auch Battle Packs. Die könnte ich zum Schluss eigentlich. Steuerung, Grafik hier. Ultra. Ja, ich möchte eigentlich auf Ultra haben. Grafikqualität machen wir mal hoch. Mal kurz so. Hoch müsste ja auch reichen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass es leckt. Aber es leckt. Und. Alter, das liegt am Server, das kann nicht an meinem PC liegen. Das kann definitiv nicht mehr an meinem PC liegen. Alter. Oh, da werden wir direkt weggesnackert. Ja. Wie gesagt, Weihnachten ist ja jetzt. Es kommt erstmal Neujahr wieder. Ja, ich glaube, Neujahr feiert jeder. Und das wird einfach immer, das ist immer mega. Neujahr ist eigentlich immer so das Ding, wo man sich auch, das ist so ein bisschen wie Fasching. Da besäufst du dich. Da schießt dich weg. Keine Ahnung. Und keiner sagt was. Und ja, mache ich auch, ganz ehrlich, warum nicht, ist ja okay, wenn man sich übertreibt, ist alles und alles im Rahmen bleibt. Da kann ich, das war eigentlich, Silvester war das erste Mal, dass ich richtig voll war, da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, da waren wir bei einem Kumpel, und der hatte so einen geilen kleinen Partykeller. Und ich war damals immer so auf Partys, oh, lieber kein Alkohol. Ich trinke lieber nichts, so, noch ein bisschen Schiss gehabt vor sowas, wenn meine Mutter das rausgeht und so, war ich immer ein bisschen jung. Was heißt du, 15, da habe ich noch immer so ein bisschen den Alkohol, da habe ich immer so ein Bier getrunken auf Partys und so. Aber da habe ich mir echt mal so vorgenommen, hey, eigentlich, warum denn eigentlich nicht? Trinkst du mal ein bisschen bei einem Kumpel, hab dann bei ihm auch gepennt. Und, oh Alter, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich einen Meter gesehen. Und, ja, ich habe mich einfach... Das war auch nicht mehr normal. Ich war richtig scheiße voll. Und, ja. Wir waren dann da in dem Keller bei ihm. Ich kann mir noch... Also seine Eltern und so waren auch dabei. Haben Musik laufen. Und kann mich noch ganz gut erinnern, ich habe mit seiner Mutter ein bisschen amüsiert. Ich habe mit der getanzt und so. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Jetzt muss ich gerade kurz... So, da musste ich kurz die Tür zu machen. Und, oder respawn ich lieber nicht. So. Ja, wir haben dort uns ziemlich amüsiert. Das war ziemlich lustig. Da muss ich echt mal sagen, das war extrem lustig. Wir hatten lustige Musik an. Also am Anfang war es noch so ganz normale Musik. Ja, so Elektro, ganz normale Elektro-Zeug. Und dann zum Schluss kam nur noch so, wie heißt denn, komm, wie heißt denn der Kollege? Boah, ich kann es euch beim besten Willen gerade nicht sagen. Der ist. Auf jeden Fall eben so typische Faschingsmusik auch zum Teil.
Und, jawohl. Wir sind mit der Klasse höher gekommen. Auf jeden Fall lief eben so typische Faschingsmusik, kann man so sagen. Und wir haben dann eben dazu getanzt, seine Mutter und ich. Und ja, es war ganz lustig. Aber der Alkoholpegel war einfach viel zu groß. Ich war auch, also wir sind dann bei denen ins Wohnzimmer gesessen, haben dann noch so einen Countdown angeguckt. Und da kann ich mich noch dran erinnern, ich saß da mit meinem Sektglas und ich habe die Hälfte irgendwie verschuckelt, weil ich es einfach nicht mehr gerafft habe. Und das Lustige war dann, wir sollten dann alle aufstehen, aber ich konnte das einfach nicht mehr richtig. Ich bin nur noch so zur Hälfte irgendwie da rumgetorkelt. Wir standen dann draußen, haben Böller losgelassen und so. Dass da nichts schiefgelaufen ist, das war schon ein... Das war mehr als Glück, sagen wir mal so. Und ja, ich weiß dann noch, nachts bin ich dann ins Bett gelegt und mich hat es einfach nur noch gedreht. Ich habe dann bei meinem Kumpel seiner Schwester im Bett gepennt, weil sonst nichts anderes frei war. Und die war auch nicht da. Dann konnte ich wenigstens im gescheiten Bett pennen, die anderen haben in dem Keller gepennt. Mich hat es einfach nur noch gedreht. Ich weiß noch, wie richtig dreckig mir es ging. Und ja. Ich habe tatsächlich einmal abgekotzt, aber nur einmal. Und ja. Bin dann morgens um 9. Ja, morgens um 9 bin ich aufgewacht, weil ich nicht mehr pennen konnte. Und ich habe dann nur noch gedacht, alter Schwede, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt heim. Bin dann zu meinem Kumpel ins Zimmer reingegangen und habe gesagt, alter Junge, ich gehe jetzt heim. Und ich so, nein, was, du bist doch am Arsch, du kannst doch jetzt nicht heimgehen und so. Und ich so, doch, alter, das gibt gar nicht. Dann bin ich da so halb betrunken noch heimgetorgelt. Morgen zu 9 über so einen Radweg. Weil da hat eben ein paar Dörfer weiter weg gewohnt von mir. Und deshalb. Ja, Alter! Hat die einen großen Radius, Sprengradius. Und ja. Das war eine ziemlich geile Nacht, muss ich sagen. Jawohl, ja, und eine neue Waffe freigeschalten. Erstmal einen nice Kill gemacht. Und noch ein Kill. Hammer geil. Nice. Läuft bei uns. Was haben wir denn für ein KD? 18 zu 17. Naja. Nicht so der geilste. Und ich denke, so hat jeder seine kleine Geschichten, Erinnerungen an so, weil man den ersten Alkohol und so, an den ersten Suff, und ich glaube, jeder erinnern. Hatte auch jeder so ein bisschen. Was ich nicht so cool finde dann ist, wenn so... Oh fuck, ich hab gedacht, du spawnst da drüben oben drauf. Deswegen habe ich das, die Schnipper mitgenommen. Wenn so kleine 12- und 13-Jährige sich volllaufen lassen, das sieht man immer am Fasching immer wieder. Ich finde das nicht so cool, vor allem wenn es dann Mädchen sind, die dann selber nicht mehr wissen, was sie tun. Finde ich immer ziemlich schade. Und ja, ich weiß nicht, ich finde einfach, das gehört sich nicht für ein Mädchen. Für eine Frau, das muss nicht sein. Kriegen wir noch einen Sniper-Kill? Ich glaube nicht.
So ist zumindest meine Ansicht. Das Spiel ist gleich vorbei. Wir machen dann noch ein Battle Pack Opening. Oder machen wir das nächste Mal? Wir machen das nächste Mal einfach. Würde ich sagen. Und damit haben wir es geschafft. Dann machen wir das nächste Mal gleich zu Anfang ein Battle Pack Opening. Da habe ich nämlich zwei, ein goldenes, ein bronzenes. Und bis dahin. Haut rein. Wenn ihr Bock habt, das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.